So, was machen die meisten Leute total gerne? Geschenke und Überraschungen auspacken. Und wir haben eine Überraschung gekriegt per Post heute, auf die ich schon gewartet habe. Und zwar die Überraschungsbox von Tough Cookie. Lass mal auspacken gehen. Komm mal, Milan, das ist für dich. So, ihr werdet euch vielleicht fragen, was das hier ist. Das hier ist eine Überraschungsbox oder Willkommensbox von Tough Cookie. Wer Tough Cookie ist und was es mit dieser Box auf sich hat, das möchte ich euch heute erklären. Als allererstes mal, wer ist das oder was ist das für eine Firma? Tough Cookie ist eine Firma, die in Belgien ansässig ist und von Linda gegründet wurde. Bei Tough Cookie geht es quasi um ein, ja, Art Monatsabo, das jederzeit kündbar und auch pausierbar ist, bei dem man einmal im Monat eine Überraschungsbox zugeschickt kriegt. Und in dieser Box sind unterschiedlichste Hundedinge, hauptsächlich Knabberkram, Leckereien, nützliche Gegenstände, Spielsachen. Da kann wirklich alles Mögliche dabei sein. Tough Cookie hat uns kontaktiert und wir sind quasi wie jeder andere auch durch diesen erstmaligen Bestellvorgang durchgegangen und haben das auf der Internetseite gemacht, und das ist super, super easy. Es ist 3, 4 Seiten mit Fragen, nicht zu viele, ganz einfache Fragen. Was verträgt dein Hund? Wie alt ist dein Hund? Groß, klein, dick, dünn? Was magst du? Was könntest du gebrauchen an Gegenständen? Und dann hangelt man sich anhand dieser Fragen dann irgendwann zur Bestellung durch, und dort gibt es zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal die Snackbox, dann sind tatsächlich nur Knabberartikel und Kauartikel drin. Oder es gibt die Happybox. Und in der Happybox können auch noch nützliche Dinge oder Spielsachen drin sein. Das Ganze wechselt von Monat zu Monat. Es ist also nicht immer das Gleiche drin. Es ist also eine kleine Überraschung mit dabei. Und zusätzlich, das finde ich sehr, sehr gut, ist das Ganze auf einem sehr hohen Niveau, was Nachhaltigkeit und hochwertige Inhaltsstoffe angeht. Das heißt, es sind wirklich gute Snacks drin. Zumindest steht das auf der Internetseite. Wir werden hier gleich reingucken und das sehen. Die Spielsachen oder nützlichen Gegenstände sind hochwertiger Natur. Ich bin super gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber wir werden uns das Ganze jetzt noch zusammen angucken, damit ich euch dann auch sagen kann und zeigen kann, was da drin ist. Dafür brauchen wir das hier. Einmal den Kleber auf. Gut, so, jetzt haben wir eine Kamerafrau oder zumindest eine Kamerabedienung dahinter. Können wir da auch mal richtig reingucken. Ich finde die Box schon mal ganz cool, ist süß gemacht. Das ist der Dackel übrigens der Besitzerin, wenn ich das richtig im Internet gesehen habe. Und hier geht es halt wirklich ganz stark um Nachhaltigkeit, ne? Das ist also wasserlösliche Farbe, recyceltes Material. Und für jeden Karton, den die verschicken, tun die auch etwas auf der anderen Seite der Nachhaltigkeitsskala, wie zum Beispiel Bäume pflanzen und so weiter und so fort. Ihr findet dafür ganz, ganz viele Informationen auf der Internetseite. Auf dem Instagram-Account, das verlinken wir euch unten, ist auch ein sehr, sehr gutes Interview, in dem Linda, also die Gründerin oder Besitzerin von Tough Cookie, mal erklärt, wie es dazu gekommen ist und was dahinter steckt. So, jetzt gucken wir erstmal rein. Ich bin gespannt. Das ist eine Menge. So, wir fangen mal mit dem größten Zeug an. Das hier ist ein All for Paws Interactive. Oh, das ist eine. Oh, das wird der Milan lieben. Das wird der Milan lieben. Das ist ein Leckerchen-Spielzeug. So eine Geschichte, die über den Boden rollen sollen. Und dann fallen da Leckerchen raus, die man dann essen kann. Das ist auf jeden Fall was für Milan, weil sowas liebt er. Wir haben auf dem Hundeplatz haben wir so einen Gummiball. Aber der ist halt auf dem Hundeplatz. Hier zu Hause haben wir sowas gar nicht. Von daher kommt das wirklich gelegen. Man wird sowas hier zu Hause gar nicht haben. Wie geht das auf? Oh, das ist cool gemacht. Oh, das ist echt cool gemacht. Also einerseits kann man hier so ein Kaudings reinstecken, ne, dass die dann da rauszupfeln müssen. Das ist relativ schwer. Und das ist natürlich auch die Öffnung zum Befüllen. Dann kann man das Ganze hier, dann, was ist das, grün, ne, den grünen Teil kann man einfach drehen, sodass man unterschiedlich viele Löcher zur Verfügung hat, wo das Zeug rauskommt. Ein Loch, kein Loch, also weiter drehen. Zwei Löcher hier, da keine. Coole Idee. Da zwei Löcher hier, zwei Löcher, jetzt kommt ein bisschen mehr raus. Und dann kann der Hund das quasi über den Boden schubsen und immer wieder fallen Leckerchen raus. Das wird ihm sehr gefallen. Das werden wir jetzt auch gleich direkt testen, wenn wir passende Leckerchen dafür finden. Und das fühlt sich gut an, fühlt sich hochwertig an. Man kann es auseinandernehmen und dann kann man es auch,
entsprechend vielleicht in die Spülmaschine tun oder so. Zumindest sauber machen. Cool. Wunderbar. Coole Sache. Gefällt mir gut. Nämlich Deutsch. Tralala. Hier steht leider nicht aus, was gemacht ist. So, was haben wir noch? Boah, das ist schwer. Was ist das? Cool. Kotbeutel. Absolut notwendig, ey. 120 Kotbeutel. Das ist gut. Dann haben wir nicht wieder zu wenig. Geruchsneutral? Lavendel, ein bisschen Lavendelgeruch. Okay. Aber nicht so. Schnuffel. Ist nicht so stark. Na, das geht. Also wir hatten auch schon Kotbeutel mit Lavendelgeruch. Da hast du den ganzen Tag nach Lavendel gerochen. Das hast du nicht mehr von den Fingern abgekriegt. Das hast du nicht mehr abgekriegt. Aber die sind abbaubar. Das heißt, man kann einpacken und im Zweifel auch entsorgen. Biologisch abbaubare Beutel. Finde ich cool. Schöne Verarbeitung. Dann haben wir hier Hundekaugummi. Das vielleicht mal die weichen Leckerchen, die man braucht. 90% Gelatine. Das ist eigentlich nur Gelatine. Ah. Unterstützt die Gelenke. Klar, weil es so fertig ist. So viel Gelatine drin. Wir machen mal alles, was klein Knabberkrams ist. Holen wir raus. Und was groß Knabberkrams ist, holen wir raus. Also der Rest sind Knabbersachen. Gar nicht. Wir haben noch was. Ein Hundeshampoo, Lavendel. Oh. Das riecht gut. Das riecht nicht wie ein Hundeshampoo. Also das sind erstmal die Geschenksachen, die drin sind. Diese Spielsachen und nützlichen Sachen sind in der normalen Snackbox nicht drin. Da werden dann nur Snacks drin. Auch entsprechend für unterschiedliche Größe. So, und an Snacks, da gibt es ja noch einen Dankezettel, den gucken wir uns gleich mal an. An Snacks haben wir jetzt mal Folgendes drin. Wir machen mal die großen Sachen zuerst. Hier haben wir Pferdechips. Getreidefrei. Laktosefrei. 100% natürlich. Das ist gedörrtes Pferdefleisch. Und das ist sogar noch ein bisschen weich. Das ist cool. Kommt hier aus der Gegend sogar. Pets Best. Gleiche Firma. Was haben wir hier? Pferde-Achillessehne. Alter, das ist ein Knüppel. Die ist hart. Da hast du nach, dann hast du was mit zu tun. Nee, da hast du mehr als genug zu tun mit. Achtung, Kind ist unter dir. So, dann haben wir hier noch Wildwürstchen. 80% wild, kein Getreide, ohne Zusätze. Was ist der Rest? Kartoffeln und Kräuter. Das ist witzig, das sieht echt aus wie so kleine Salamis, ne? So, das sind also die Kausachen. Wir haben ein paar Pferdeschips, 200 Gramm. Das ist eine große Packung. Eine Sehne, eine richtig dicke, fette Sehne. Das ist also wirklich nur was für große Hunde. Wir haben für große Hunde bestellt, nicht für kleine. Hast du dich gepiekst, Kind? Und wir haben hier so Wildwürstchen. In dem Bestellvorgang kann man angeben, was der Hund verträgt und nicht verträgt. Deshalb haben wir jetzt hier zum Beispiel kein Rind oder so gekriegt. Ne? Wir haben jetzt Pferd, wild. So, und an Knabberkram haben wir, da war ich eben sehr konsterniert drüber, das kannte ich nicht, Hundekaugummis. Das ist fast nur Gelatine. Ich zeig das mal in die Kamera. Fast nur Gelatine. Und ist natürlich dann da für die Gelenke gut, weil quasi nichts anderes als Schmiermittel. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob die das essen. Das kenne ich überhaupt nicht. Hier haben wir ein Insektenleckerchen, kaltgepresste Snacks für Hunde mit Goji und Insektenprotein. Die werden wir jetzt gleich mal, denke ich, testen. Oh! Boah, das riecht doll. Ja, die Hunde riecht es auch. Ja. Und eins. Ja, wird nicht überlegt, ne? Guck mal, hier haben wir noch den Nachbarshund. Jack, Jack! Schon wieder weg? Komm, kriegt der Jack auch ein paar. Weg ist es. Jack hat es auch gegessen. So, und als letztes Ziegenleckerchen. Also die kann man nicht in das Dings tun, weil die sind zu groß für die Löcher, glaube ich. Ja, die kann man da nicht reintun. Aber die hier können wir da reintun, glaube ich. Sieht man die ganze Zeit den Kleinen hin? Die riechen gut, also die stinken nicht. Gut, das Befüllen. Ich dachte, das geht schwerer. Das Teil finde ich echt cool.
Wir machen mal auf viele Löcher, ha? Nein, mach auf zwei Löcher. Wir machen auf viele Löcher, der arme Hund. Der hat Hunger. Hier. Hier. Mila. So, insgesamt haben wir jetzt hier 9 Sachen drin gehabt. 3 Kauartikel, die für, ich sag mal, längeren Spaß taugen. Ne? Die Sehne ist ein richtig, richtig hartes Teil. Da ist selbst der Milan lange mit beschäftigt und der hat mit sowas Übung. Diese Würste und diese Chips, dieses getrocknete Pferdefleisch ist so ein Mittelding zwischen lang und kurzem Snack. 3 kurze Snacks. Dieses Insekten-Snack-Variante finde ich tatsächlich sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass ich sowas probiere für meine Hunde. Mochten sie ganz gerne. Kaugummis kenne ich überhaupt nicht. Ich bin super gespannt, wie die das essen. Und 3 nützliche Dinge. Und mit diesem Spielzeug hat der Milan da unten jetzt bestimmt 10 Minuten hin und her geschubst. Jetzt ist es leer. Die Kotbeutel sind 120 Kotbeutel. Ja, da hat man 2 Monate lang auf jeden Fall genug Munition, in Anführungsstrichen, selbst wenn der Hund 2-mal am Tag ein Häufchen setzt. Und das sind hochwertige Kotbeutel, die kosten auch schon ein paar Euro. Ein Duschgel dabei oder ein Hundeshampoo dabei. Insgesamt ist das eine gute Palette an Sachen. Und das ganze Paket hätte jetzt im normalen 45 Euro gekostet, Pi mal Daumen, ne, weil es große Hundepaket ist. Das kleine Hundepaket ist ein bisschen günstiger, da ist dann halt auch nicht so eine riesen Sehne dabei. Das Ganze gibt es dann auch noch in Big und Super Extra Size. Also es gibt ganz, ganz viele Varianten. Ich finde das eine schöne Idee. Ich finde das wirklich eine witzige Idee. Die Packung und die ganze Geschichte, ich hole mal die Packung her, warte mal, ist wirklich liebevoll gemacht. Ne, da sieht man tatsächlich, dass den dass denen da was dran liegt. Immer wenn, und das steht auch auf der Internetseite, steht hier auf der Packung auch nochmal drauf, immer wenn da was verschickt wird, was übrigens kostenlos ist für Kunden in Deutschland und Österreich, immer wenn was verschickt wird, pflanzen die als Ausgleich einen Baum, zumindest so die Nachhaltigkeitsgeschichte abgedeckt. Ich finde das eine coole Idee. Man kann einmalige Geschenkboxen bestellen und auch für andere Leute bestellen und die so überraschen. Dann hat das einen kleinen, schönen Benefit. Man kann aber tatsächlich auch ein Monatsabo abschließen. Egal mit welcher Box, da gibt es verschiedenste Varianten, findet ihr alles auf der Internetseite. Und das finde ich sehr, sehr gut, die haben eine schöne, ausgiebige FAQ-Seite und da steht zum Beispiel auch drin, dass ihr jederzeit kündigen und jederzeit pausieren könnt. Die Boxen kommen immer am 3. Dienstag des Monats zu einem, sodass man genug Zeit hat zu kündigen. Die Linda, also die Besitzerin, erklärt das auch in einem ihrer Interviews sehr, sehr gut. Das haben wir euch auch verlinkt, das Interview ist auf Instagram zu finden. Da können die meisten von euch bestimmt mal reinschauen. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine coole Idee. Also ich kann mir das vor allem als Geschenk gut vorstellen. Ne? Wenn man so jemanden kennt, wo man nicht weiß, was man denen schenken soll, ist das echt eine schöne Geschichte, weil da ist jetzt nichts dabei, was wir nicht gebrauchen könnten. Das Shampoo wird irgendwann weggehen, die Kotbeutel werden irgendwann weggehen, das Spielzeug ist auf jeden Fall was für den Milan. Ja, deshalb steht er schon hier und guckt sich das an nochmal. Die Snacks waren alle gut und machen alle einen sehr guten, hochwertigen Eindruck. Schöne Sache. Also Tough Cookie, eine coole Idee und wir wollten euch das natürlich nicht nur vorstellen, sondern ihr sollt auch was davon haben. Ihr habt die Möglichkeit, über unseren Code, den wir euch unten in der Beschreibung verlinken und hier angezeigt haben, auch ein kleines Schnäppchen zu machen und an diese Boxen etwas günstiger ranzukommen. Wir blenden euch den Rabattcode gerade unten ein. Und mit diesem Rabattcode bekommt ihr einmalig zusätzliche 5 Euro Gutschrift. Auch passend zu den anderen Rabatten, die es online gibt. Ihr könnt es also on top obendrauf bekommen. Allerdings hat das Ganze einen kleinen Haken, denn das geht nur beim Abschluss eines Abos. Es geht also nicht auf die einmaligen Geschenkboxen oder Willkommensboxen. Wie wir aber euch ja erklärt haben, ist das gar nicht so schlimm, denn ihr habt jederzeit die Möglichkeit, die Abos auch zu kündigen. Das heißt, ihr könntet theoretisch ein Abo abschließen, warten, bis die erste Box da ist, euch das Ganze mal eine Woche anschauen und dann tatsächlich kündigen. Das ist vollkommen in Ordnung und Linda von Tough Cookie steht da auch voll dahinter und hat mir das auch so auf Nachfrage nochmal bestätigt.
richtig. Diese 5 Euro sind also über 10% zusätzlicher Rabatt, den ihr bekommen könnt. Und ihr kriegt on top obendrauf noch etwas dazu. Und zwar ein weiteres Willkommensgeschenk in eurer ersten Box. Also mit dem Code bekommt ihr 5 Euro einmaligen Rabatt auf ein Abo plus ein weiteres Willkommensgeschenk. Und ihr könnt jederzeit kündigen. Alle genauen Details schreiben wir euch aber nochmal in die Beschreibung. Ich würde mich super freuen, wenn wir da dem einen oder anderen von euch eine Freude mitmachen können. Für uns war es eine schöne Sache. Es hat Spaß gemacht, das auszupacken. Milan hat Spaß gemacht, das rumzuschubsen. Ich muss es jetzt gleich mal im Garten suchen gehen, wo es liegt. Und vor allem die Leckerchenbeutel, sag ich schon, vor allem die Kotbeutel kommen wie gerufen, weil wir haben irgendwie immer zu wenige. Ja, schöne Sachen sind dabei. Coole Idee. Vor allem als Geschenk kann ich mir das echt gut vorstellen. Vielleicht mal so die Mitarbeiter überraschen oder so. Du Mitarbeiterhunde, wenn die Geburtstag haben. Witzig. Coole Idee, Linda. Tolle Produkte. Ich wünsche euch viel Spaß damit.